Hallo Lömrodel, willkommen zurück zu einem neuen Video. Versprochen diesmal mit dem Autocoach von GBR. Wir machen einen kleinen Branch-Service hier vom Churston nach Brixham nach Kingsmere und wir sollen die Leute erstmal einsteigen lassen. Und ich warne schon mal vor, gleich wird's laut, denn hier kommt gleich ein Güterzug. Na, ist glaube ich ein Personenzug, der hier gleich vorbeikommt. Und auf dem anderen Gleis steht gerade ein anderer. Also würde ich sagen, Pause raus, Fenster weg. Und machen mal Tee auf und gehen mal nach draußen. Und bevor ich euch zeige, mit was wir hier fahren. Ja gut, jetzt bin ich schon soweit. Das ist der Autocoach. Ist eigentlich ziemlich gleich zu dem Dampftriebwagen, den wir vorher gefahren haben. Ich glaube, ich lasse die Lok erstmal vorbei. Das ist mal ein bisschen zu laut hier. Okay, mal nur zugucken. Ah, der Sound einer Dampflok. Nice. Okay. Also, zum Dampftriebwagen eigentlich ziemlich ähnlich. Nur mit dem Unterschied, dass wir halt hier keinen Kessel drin haben. Und die nächste Lok fährt ab. Das machen wir mal kurz Pause. Sonst komme ich hier gar nicht mehr hin. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt der Autocoach ist, also der Steuerwagen, der umgebaut wurde von einem, also von einem Dampftriebwagen, oder ob der schon so gebaut worden ist. Also beide Varianten gab es halt. Umbauvarianten und wo sie gleich schon so gebaut worden ist. Dann die passende Dampflokomotive, die entsprechend die Ausrüstung hat, um mit den Steuerwagen hier zu fahren, und zwar auf beiden Seiten. Das Besondere ist jetzt hier, dass, wenn wir mal, also jetzt kann ich gerade reingehen, die Bremse und der Regler sind mechanisch mit der Lok verbunden, genauso wie auch die Pfeife. Das ist interessant. Wir haben trotzdem aber wieder das Klingensystem mit den Bells hier innen drin, werden wir dann gleich sehen, um hier mit dem Heizer in dem Sinn zu kommunizieren, wie er den Fahrtrichtungswender einstellen soll und bezüglich den Bremsen, dass wir hier wieder Druck auf der Leitung haben. Also das Fahren ist dann recht ähnlich wie mit dem Dampftriebwagen. Ja, und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal hier zu, wie der Zug hier rausfährt. Da stellen wir uns mal hier so hin und Pause weg. Au, ist das Ding laut. Okay, dann gehen wir mal in unseren Triebwagen wieder hier rein. Also eben hier. Fahrtregler, Klingensystem, Bremsanzeige, Bremse selber, Handbremse und die Glocke, Sanden hier nach unten. Das war's. Ah, Stichwort Handbremse. Ist nicht angelegt. Okay. Von innen schaut eigentlich ziemlich gleich aus wie unser Dampftriebwagen. Sehr gemütlich. Überschaubar her vom Platz. Und dann würde ich sagen, fahren wir auch gleich mal los. Weiß ich gar nicht, haben wir die Lichter drin? Ne. Na gern. So, aber jetzt. Nice. Steigung haben wir nicht, das heißt, wir können die Bremse lösen. Mehr Druck auf der Leitung? Nee. Dann werde ich jetzt ihm mal sagen, er soll die Bremse lösen. Und da wird sie gelöst und dann bitte Abfahrt. Okay. Eigentlich schon eine coole Idee, das so zu machen. Will ich sofort mitfahren. Okay. Ein bisschen mehr Schmackes darf sein.
Und ein bisschen runter mit dem Regler. Ah, jetzt funktioniert das hier auch sauber. War ja beim Triebwagen leider nicht so der Fall. Super. Und dann schmeck es. Wechselt man auch nicht. Komm, geh mal bitte eins weiter nach unten. Aber jetzt wieder den gleichen Bug. Gehe ich mal runter vom Regler. Ja, macht's nicht. Na ja, okay. Dann müssen wir vermutlich schneller werden. Naja, gut. Ist, was ist. Aber das ist natürlich jetzt der Lokführer den geilsten Job. Was sich nur ums Fahren kümmern da vorne. Man scheint wieder einer lauten, dreckigen Dampflok drin zu sein. Ah, wir werden langsamer. Das ist nicht so gut. Also, dass wir jetzt dann langsamer waren, sind natürlich ein bisschen schräg. Aber scheint sich jetzt wiederholt zu haben. Ich finde sogar, wie die Schnur so nach hinten geht. Big Sam Platform 9,54 €. Könnte man noch schaffen. Einmal schönes Drive-by, bitte. Wunderbar, da vorne haben wir gleich 15 bei der Einfahrt. Oh, könnte aber knapp werden mit der Zeit. Sollte ich vielleicht nicht bummeln. Okay, dann bremsen wir mal. Wieder freigeben. Sonst bremsen wir hier durchgehend. Also da hat es das wesentlich schönere Laufgeräusch, als wenn sie auf Speed ist. Södele, dann wären wir auch schon da. Schon ein Kollege. Okay. Der am Rumrangieren ist. Okay. Bleib mal stehen, bitte. Aber ich bin nicht eigentlich dezent zu weit gefahren. So, hier haben wir unseren Dampflok, aber mit der fahren wir nicht. Wir gehen in den anderen Steuerwagen. Okay, und jetzt seht ihr eben, der Druck geht nicht nach oben, müssen wir eben dann wieder sagen.
Wir können ihm aber schon mal sagen, wir wollen in die Richtung hier. Wunderbar. Und dann geht es eigentlich zum gleichen Bahnhof wieder rauf, wo wir eigentlich gerade gewesen sind. Brixham. Nicht wirklich viel los hier. Bis auf ein paar Güterfahrten. Wo habe ich? Ach, da. Ah, ich sag's euch, heute ist Karfreitag und heute am Abend muss ich für Furry FM einen Horrorstream machen. Und zwar in VR. Ich freue mich so gar nicht drauf. Ich muss jetzt gerade nach dieser Aufgabe dann das VR-Headset einrichten und dann, ja, Horrorspiel spielen. Ich kann so gar nicht mit Horrorspielen umgehen. So, Change Hands haben wir schon gemacht. Bremsen lösen. Dankeschön. Und Abfahrt. Und unser Kollege kommt wieder. Hier klingt sie richtig geil, wenn sie losfährt. Was hat der eigentlich da drin? Sieht aus wie Kohle. Ich glaube, das ist auch Kohle. Okay, mal ganz kurz rollen lassen und dann können wir jetzt wieder 45 hochgehen. Oh, 60%. Das sollte jetzt eigentlich klappen. Wieder Panoramic Shots. Dankeschön. Entweder ist es der Blower oder lässt gerade Wasser rein, aber ich glaube, es ist eher Wasser. Aber von der KI her cool gemacht, dass man mit dem Steuerwagen fahren kann und die Lok auch ganz normal bedienen kann, wenn man denn will. Kriegen wir noch ein bisschen mehr Speed hier raus. Also wir werden sogar wieder langsamer. Weniger Gas ist irgendwie besser. Mal schauen, ob ich jetzt mal auf die dritte Stufe dann komme. Ah, jetzt hat er gewechselt. Sehr gut. Wirklich weiter runter kann er jetzt eh nicht mehr. Sonst haben wir keine Kraft mehr hier. Das heißt, ich kann jetzt mal probieren, ein bisschen mehr Schmackes zu geben. Ah, ist aber auch keine Hochgeschwindigkeitslokomotive. Für das ist sie nicht gebaut. Das merke ich mal, so ungefähr 60% am Anfang und dann ein bisschen runter. Und wieder umschalten auf die nächste Stufe, damit man hier auf Geschwindigkeit kommt. 10:01 in Churston Down. Signale, an denen wir jetzt gerade vorbeigefahren sind, das zeigt eigentlich immer Achtung, aber die anderen Szenarien, obwohl du freie Fahrt hast.
So, runter vom Gas. Dann wieder freigeben, bitte. Die zählt zu schnell hier drin. So, und jetzt geht's auf diese Plattform da. Südli, bitte einmal anhalten. Okay, wir sind da. Und das ist auch schon mal das Ende des Szenarios. Es wird jetzt noch mit einem Halt weitergehen, noch hier unten. Aber ich wollte euch den einfach nochmal kurz zeigen. Hoffe, er hat euch gefallen. Und das nächste Mal machen wir dann die anständige Fahrt. Also, bis denn dann hier auf dem Kanal.